Hallihallöle und herzlich willkommen bei der Noob-Vorstellung vom 2Gamers-Channel. Heute stellen wir natürlich alle klassischen Noobs vor, wie zum Beispiel den Tuber-Noob. Der Tube ist eine sehr stark overpowerte Waffe, was man hier sehen kann. Man muss noch nicht mal in die Nähe des Gegners schießen und schon kann man ihn damit töten. Ein Tube kann man sehr gut mit einem Tube selbst kontern, was man hier auch sehr gut sehen kann. Natürlich sehr wichtig für den Tuber ist Plünderer Pro. Man kann natürlich auch mit dem Tube Sachen zum Explodieren bringen, zum Beispiel explodierende Fässer oder halt einfach nur einige Tanks, die irgendwo rumstehen. Wie zum Beispiel hier. Wenn man Glück hat, stehen noch ein paar Leute da und man kann sie gleich mit erwischen. Was den Tuber-Noob auszeichnet, ist natürlich sein Sturmgewehr mit dem Granatwerferaufsatz. Aber man kann die Sache noch perfektionieren, indem man einfach mal zum Beispiel als Secondary den Zamper mit reinnimmt oder die Semtex. Beziehungsweise man sollte einfach mal Plünderer Pro mit reinnehmen, damit man mehr Munition wieder aufsammeln kann. Beziehungsweise direkte Gefahr Pro, damit man halt einen größeren Explosionsradius hat. Und ruhige Hand Pro, weil man ja mit dem Tube an sich nicht zielen kann, allerhöchstens mit dem Zamper. Was halt die Sache einfach nur noch abrundet, ist zum Beispiel das Märtyrium. Und jetzt die Frage, was ist dunkelgrün, schnell und overpowered? Richtig, die G18. Wir haben den Extremtest gemacht und jemand anders damit auf der anderen Seite der Map gekillt. Ich persönlich würde dazu einfach nur sagen, man sollte die G18 wirklich nicht einsetzen oder wenn, dann wirklich nur die G18 einsetzen, wenn man jemand anders mit einer G18 damit kontern könnte. Aber dabei hätte ich auch schon Bedenken, weil dann geht das wahrscheinlich in einen gnadenlosen Kampf zwischen G18 und G18 weiter. Und irgendwann hat dann der ganze Server eine G18 Akimo mit Schalldämpfer drin und da macht das wirklich gar keinen Spaß mehr. Das Gute aber ist, die G18 lässt sich wenigstens etwas leichter kontern als bei dem Tuber. Die G18 lässt sich aber auch relativ gut mit Sturmgewehren kontern. Was auch von Vorteil wäre, im Nahkampf zumindest, nicht verzagen, Schrotflinte fragen und nicht immer gleich sofort nachladen, sondern einfach mal bis die Schrotflinte leer ist, wegrotzen. Trotz dessen solltet ihr schon aufpassen, wo ihr mit welcher Waffe rumlauft, weil eine Pumpe geht auf kurze Distanz und ein Sturmgewehr auf wieder etwas weitere. Sonst riskiert ihr nämlich relativ schnell abgeschossen zu werden, wie von diesem G18-Noob hier gerade, der uns eigentlich doch noch nicht entdeckt hatte. Naja, Glück für uns. Nun zu den Kommando- bzw. Messer-Noobs. Manche von denen bezeichnen sich als Rusher, indem sie irgendeine Handfeuerwaffe in Secondary drin haben und dann mit dem Taktikmesser da dran rumlaufen und irgendwelche Camper aus der Karte ausfindig machen und töten. Hier zum Beispiel auch, dass er gleichzeitig noch eine Claymore damit umgangen hat, dass er Marathon drin hatte und schnell genug über sie hinwegkam. Natürlich geht das auch so, dass man das auch verhindern kann, indem man sich einfach mal eine zweite Claymore hinlegt bzw. Märtyrium, womit der nicht rechnet. Andere Messer-Noobs zum Beispiel verhalten sich so, dass sie mal zwischendrin entweder mal schnell ein Messer zücken oder dass sie im Kampf mal zwischendrin sich einfach mal einen kleinen Vorteil verschaffen können. Ich denke mal, viele von euch haben schon sehnsüchtig drauf gewartet und nun sind wir endlich angekommen beim Camper-Noob, klassisch wie der Tuber. Der Camper-Noob campt am liebsten mit seinem Campingstuhl auf einer Terrasse und sonstig. Nebenbei schießt er einfach mal noch mit einer Tube oder mit einer Sniper jemanden ab. Auch sehr gerne gesehen ist natürlich der Camper mit der Claymore. Normalerweise ist die Claymore dazu da, den Rücken des Campers abzusichern, wenn kein anderer da ist. Aber manche machen es auch so, man stellt die Claymore hinter eine Tür oder sowas, wartet darauf, dass der Gegner kommt und explodiert dann. Nun zu meiner Vorstellung des ultimativen Noobs, des Noobie Mac Noob Noobs. Der Noobie Mac Noob Noob trägt verschiedene Waffen bei sich. Irgendein Sturmgewehr zum Beispiel mit einem Granatwerferaufsatz wieder, je nachdem wo er gut mit drinne ist. Eine Claymore, die G18 Akimo mit Schalldämpfer und natürlich sehr wichtig von den Perks, Plünderer Pro, direkte Gefahr und am besten natürlich auch noch Kommando und campt sich irgendwo auf die Terrasse wieder hin. Mit dieser Ultimate Noob Klasse zumindest kann man eigentlich so gut wie jeden Spieler bzw. auch fast so gut wie jeden Noob zu Döner verarbeiten. Natürlich wollen manche nicht Döner, sondern sind Vegetarier und möchten lieber einen Salat. Das lässt sich natürlich auch einrichten. Am besten natürlich diesen Spieler, den wir hier gerade eben mit unserer Claymore getötet haben. Wir setzen eine neue Claymore für unsere Rückendeckung. Da kommt auch schon unser nächster Kunde, aber durch diesen kleinen Aiming-Fail hat das nicht ganz so geklappt. Muni war leer. Egal, Gnadenstoß mit dem Messer, wir haben ja Kommando dabei. Naja, aber das Einzige, was diese Klasse anscheinend nicht kann, ist Leitern hochklettern.
damit verabschiede ich mich heute hier. Das war die Vorstellung aller Noobs und vielleicht auch ein paar Mittel, wie man gegen Noobs vorgehen kann. Bis dahin, euer 2Gamers Channel.